Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein ganz anderes Video. Und zwar machen wir heute eine kleine Challenge. Und zwar, wer die geilste Pizza macht. Lia gegen mich. Wir sind jetzt unabhängig voneinander einkaufen gerade. Und wir werden mal sehen, wer die beste Pizza macht. Ihr dürft natürlich am Ende in den Kommentaren abstimmen, welche Pizza euch am besten gefallen hat. Viel Spaß dabei. Also, ich stehe nicht so auf diese italienischen klassischen Basic-Pizzen, sondern eher so auf die so ein bisschen ausgefallener. Und deswegen werde ich versuchen, eine Buffalo-Chicken-Pizza zu machen. Die habe ich mal früher gegessen bei New York Pizza. Ist schon ein bisschen was her. Ich war schon ewig nicht mehr da, auch schon vor Corona ein paar Jahre nicht mehr. Aber diese werde ich versuchen nachzumachen. Aber ein bisschen in meinem Style. Und ich muss jetzt hier hochschaffen zum Rewe. Ich bin schon ein bisschen platt, aber was man nicht alles tut für eine Pizza. Jo Leute, was geht ab? Frisch geduscht und die Frau wollte mir unbedingt noch die Haare schneiden. Gar keinen Bock gehabt, aber ich, naja. Hier sind die Pizzen vorbereitet. Natürlich ist der Teig gleich. Man könnte jetzt sich natürlich richtig schwer machen, auch noch einen anderen, also einen Special Teig machen oder so. Aber wir wollen einfach mal fair sein und machen jetzt einfach den gleichen Teig. Und ich werde jetzt langsam Stück für Stück das Ganze belegen. Nehme euch so ein bisschen mit und zeige euch, was so abgeht. Aber als erstes machen wir jetzt, glaube ich, schon mal den Backofen an, damit der vorheizt. Natürlich sparen wir uns das Fleisch und nehmen Grilled Chicken von Like Meat. Und ja, dadurch ist das zwar nicht vegan, aber zumindest vegetarisch. Also ich denke, wahrscheinlich müsste ich das Hähnchen gar nicht anbraten, aber dann, damit es auch schön kross ist, brate ich das ganz kurz vorher nur an. Ihr habt die Zutaten ja schon im Supermarkt gesehen, das heißt, ihr wisst ein bisschen, was euch erwartet. Aber wie das Ganze auf der Pizza aussieht, seht ihr noch nicht. Ja, Knoblauch habe ich geschnitten. Jetzt ist hier der Chicken, wird automatisch gemacht. Ne? Jetzt schmiere ich hier die Pizza. So, als nächsten Step verteilen wir jetzt den Knoblauch so ein bisschen über die Ränder und auch so ein bisschen in die Mitte. Aber besonders auf die Ränder ist das geil, weil dann ist das so ein bisschen ja, so Knoblauchrandmäßig. Jo, als nächsten Step dürfen bei mir Peperoni auf einer Pizza auf jeden Fall nicht fehlen. Und wir müssen auch noch ein paar Zwiebeln ready machen. Aber die schneide ich jetzt einfach beide parallel. Mal ganz kurz eben schnell Durchlauf für euch. Oh, hast du etwa echtes Fleisch auf der Pizza? Ich habe echtes Fleisch auf der Pizza. Aber dafür habe ich auch Gemüse auf der Pizza. Ich habe auch Gemüse. Peperoni. So Leute, jetzt natürlich das Allerwichtigste an der Pizza, also gehört auf jeden Fall für mich zum Allerwichtigsten, und zwar der Käse. Die Lia setzt natürlich hier auf ganz viele Light-Produkte, davon halte ich natürlich nicht so viel. Deswegen haben wir einmal ganz normalen Pizzakäse und natürlich American Style, Buffalo Chai Style, Cheddar Käse. Beides natürlich mit drauf. Ich will jetzt mal gerade ganz kurz überlegen, ob ich tatsächlich schon alles habe.
Aber ich glaube, ich habe alles schon fertig. Und natürlich, die Lia weiß ja noch gar nichts von meiner Geheimwaffe am Ende. Ach, ja. Ihr wisst wahrscheinlich schon, welche Geheimwaffe, weil ihr habt den Einkauf gesehen, aber die Lia weiß noch gar nicht. Ja, wir schmeißen das Ganze jetzt in den Ofen und dann habe ich euch schon eine Kleinigkeit zu sagen. So Leute, ich warte jetzt auf die Pizza. Wollte euch einfach mal kurz erzählen, wieso jetzt kurz so ein Food-Video. Wie ihr wisst, ich mache ja schon öfter mal so ein paar Food-Sachen auf diesem Kanal. Aber eigentlicher Anlass ist, dass ich mir jetzt nochmal eine Woche lang ein bisschen was gönnen werde vom Essen. Und dann sieht es so aus, als ob es tatsächlich in so eine kleine Shred-Challenge geht. Ich habe hier auf meinem Instagram-Kanal Daniel Dyer gefragt, wie es bei euch aussieht. Und bei mir ist es so gelaufen, ich bin im Lockdown einfach mal, also das letzte Mal habe ich mich gewogen, 6 Kilo schwerer geworden. Kann sein, dass noch mehr geworden ist. Und wir planen so eine kleine Challenge gemeinsam. Und deswegen heute nochmal ein klein bisschen was gönnen und die im Laufe der nächsten Woche auch noch so ein bisschen was gönnen. Wir werden mal sehen, was da noch so rauskommt. Vielleicht kommt da auch noch das ein oder andere Food-Video. Das heißt an alle, die das auf Instagram gesehen haben, ja, es wird auf jeden Fall so eine kleine Challenge geben. Keine Angst an alle Mountainbike-Fans, es wird trotzdem noch Mountainbike-Videos geben, weil das wird auf jeden Fall mein Ausdauertraining sein. Ich werde mir nicht die Mühe machen, irgendwie laufen zu gehen oder sowas, da habe ich einfach gar keinen Nerv zu. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel Kalorien eigentlich das Mountainbiken verbrennt, weil ich werde meine Fitbit tragen und das hin und wieder mal tracken, damit ich das halt einschätzen kann, wie viel Kalorien ich da wirklich verbrenne und dass ich dann halt ein bisschen kalkulieren kann, was ich essen kann, was nicht. Wir warten jetzt auf die Pizza und dann kommt der Geschmackstest. Ich habe nicht so Bock, Lias zu probieren, aber man muss ja die Ehre erweisen, das trotzdem zu probieren. Und ich will auch gar keins von meiner abgeben, weil ich einfach weiß, dass meine einfach richtig krass sein wird. Naja, schreibt gerne gleich mal in die Kommentare, was ihr schon denkt, welche Pizza krasser sein wird an diesem Punkt. Ansonsten dürft ihr natürlich am Ende auf jeden Fall bewerten, welche Pizza ihr geiler gefunden habt. Yo, wir sind zurück und ich habe noch die Pizza mit Sriracha Hot Sauce und ihr wisst Bescheid, der Aioli gepimpt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass bevor wir unsere eigene Pizza probieren, wir das Stück tauschen. Wir tauschen ein Stück. Und dann kannst du bewerten. Okay. Hier ein Stück für dich. Ja, die sieht einfach krass aus, weil du jetzt alles mitgeholt hast. Ganz schön nass. Ich soll jetzt deine zuerst nass probieren. Scharf, Leute. Daniels Pizza ist scharf. Also, wenn ihr nicht so scharf haben wollt, dann ist meine auf jeden Fall besser. Mhm. Man muss zugeben, die Aioli drauf ist schon ziemlich heftig. Also, ist nicht schlecht, aber ich mag dieses fertige Chicken halt nicht so gerne. Das feierst du halt mehr, ne? Das vegane Chicken. Und das vegane Chicken ist echt gut geworden. Genau. Also für Vegetarier kann ich die Pizza auf jeden Fall empfehlen. Und ich muss jetzt mal im Vergleich ein Stück von mir probieren. Ich muss meine gar nicht probieren, ich weiß, die ist einfach krass. Ja, ihr müsst natürlich jetzt in die Kommentare schreiben, welche Pizza ihr eher essen würdet. Also Lias Fitness-Protein-Pizza oder Daniels, wie nennst du sie? Ich wette, meine hat genauso viel Protein, weil ich viel mehr Käse drauf habe als du. Aber halt viel mehr Fett. Aber Feta ist ganz viel Protein bei mir. Es geht ja nur um die Proteins. Masse ist Macht, Leute. Denkt immer daran. Also wenn ihr auch so auf Champignons steht, ich finde bei meiner Pizza die Champignons extrem geil.
Und klar, das Hähnchen könnt ihr alternativ auch natürlich das Hähnchen nehmen, was der Daniel drauf gemacht hat. Aber ich habe ja jetzt auch ein bisschen auf den Preis geachtet und eine günstige Proteinpizza gemacht. Mm. Yes, Leute. Wir lassen es uns jetzt schmecken hier. Mm-hmm. Mm. Gönnen uns irgendeinen Film. Mal gucken. So ja. Sehen unsere Corona-Abende aus übrigens. lasst gerne ein Abo da, denn ich bringe jede Woche mindestens 2 neue Videos. Und ja, manchmal ist halt auch so ein Food-Kram dabei, ne? Haut rein!